Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Im letzten Part sind wir in Qualopex Grab angekommen und haben scheinbar schon einen Fehler gemacht, denn irgendwie sieht das nicht so aus, als würde Lara von diesem auf den anderen Block da springen. Aber versuchen wir das mal. Das geht sowas von in die Hose. Ja. Also vermutlich muss man den dann auch noch irgendwie verschieben. Das heißt, wir gehen hier nochmal raus und finden hoffentlich noch einen anderen Hebel dafür. Aber unten waren ja genug Türen und Möglichkeiten. Ah, dieses Zeichen war auf diesem Tor, wo unser Führer von den lieben Wölfis gefressen wurde. Was ist hier? Weil irgendwie hat dieses Level was, muss ich ehrlich. Da ist was. Weil irgendwie, das schreit hier alles so nach dem Motto, wenn du hier einen falschen Schritt gehst, dann bist du sofort tot. Figur, da tu uns nichts. Bitte. Nein! Das... Cheat... Das hört sich nach einem Bär an. Bist du da unten? Ach, Wölfe! Hi! Okay. Irgendwie war das nicht so gut. Nee, das laden wir nochmal. Denn diesen Schalter da, den müssen wir bestimmt drücken. Beziehungsweise ziehen, wie auch immer. Aber die Wölfe, die klangen jetzt wirklich original wie so ein Bär. Falsche Richtung. Gehen wir diesen Weg doch nochmal. Und gucken uns hier oben aber erstmal um, bevor wir da runterfliegen. Also da ist nichts, da ist auch nichts. Und du tust uns ganz sicher nichts? Nein. Okay. Das ist immer nett, wenn ihr uns nichts tut. Das kann doch nur in die Hose gehen. So, bevor du da jetzt drauf gehst. Mach das, mach das! Sie tut es nicht. Sie tut es nicht. Hui. Okay, also ist dieser Schalter scheinbar eine Finte. Das ist voll nicht nett. Und die Skelette sehen aus wie Aliens. Aber total. Bitte nicht noch ein Wolf. Hoffentlich kommen wir hier wieder weg. Ah, das kann man bestimmt ziehen. Oder besser einschieben. Naja, wir schieben ihn erstmal zur Seite, ohne darunter zu fallen. Nein, das geht natürlich nicht. Dann nehmen wir diesmal die andere Rampe, damit hier alles gleichmäßig abgelaufen wird in diesem Grab. Denn es gibt ja schon mal so Videos auf YouTube, da zeigen sie, wie so durch den Zahn der Zeit, also auch durch Benutzung, so Treppenstufen abgenutzt sind oder sowas. Dazu fällt mir nur das vom Kölner Dom ein. Also falls ihr da schon mal wart und auch hochgegangen seid, da liegt ein Medipack, dann dürfte euch aufgefallen sein, wie abgenutzt die Stufen sind. Und das ist teilweise richtig heftig. So, ist das jetzt richtig? Sieht so aus. Böser Hebel. Ah, und das ist dann der richtige? Hoffentlich. Was ist da? Da geht's ja auch schon wieder runter. Ah, also da müssen wir noch zwei Hebel für finden, scheinbar. Ist das jetzt gut, hier runter zu gehen oder nicht?
Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay, danke. Das ist sehr freundlich. Da sind wir hergekommen, rechts waren wir, das heißt, wir gehen dahin. Wozu ist dieser? Also das heißt, man soll reinschieben, richtig? Man soll den Block reinschieben. Also wenn schon, bitte ganze Sätze benutzen, liebe Noxy. Vor allem die Wand hier, das sieht doch nicht aus wie, ja, wie Steinarbeiten. Das sieht eher aus wie Tapete oder verkleidet ja, wie in Tomb Raider 2 im, ach sag mal schnell, im Opernhaus. Kann man den noch mal? Nein. Der sieht auch so aus, als könnte man. Nein. Okay, dann halt nüsch. Nein! Ah, sehr gut. Das heißt, wir müssen nur noch eine Tore öffnen. Da unten, ah, wäre der tot gewesen. Gut zu wissen. Weil wir wollen hier ja nicht versterben. Das heißt, wir müssen jetzt die Rampe nehmen, die im ersten Raum war. Also praktisch hier irgendwo. Da dann. Da kommt uns garantiert was entgegen. Das sieht schon wirklich so aus. Na? Ach, bist du ein schön rundes Ding. Bis wohin rollst du? Ach, bis da. Das war so klar. Dafür kenne ich Tomb Raider zu gut. Bitte nicht noch eins. Und warum bist du zu? Da liegt was. Das wollen wir natürlich haben. Aber wie kommen wir da dran? Moment. Konnte man da hoch? Ja. Kommt man da hoch? Nein. Ja, Kamera ist wunderbar. Wir haben das Teil schon gesehen. Aber wo gehen wir jetzt hin? Also von. Da kommen wir ja nicht rein. Können wir diesen Hebel hier nochmal? Ah, warum zeigt ihr uns das nicht? Ja, wir lassen das Ding mal so stehen. Vielleicht ist das besser. Na, weil man kann ja immer noch auf die eine Seite kommt man ja sowieso nach oben. Wo lang? Wo lang? Nein. Nein. Ah, das sind zwei. Irgendwie. Ah, da ist jetzt zu. Wo ist der Hebel? Boah, ich. Da, das ist doch. Wo ist der Hebel? Irgendwie. Ist die jetzt wieder auf? Ja. Okay, gut. Dann ist hier aber noch einer, der dieses komische Teil da verschiebt. Richtig? Keine Ahnung. Aber ah, wenn das nur ein Hebel ist, dann ist das wahrscheinlich automatisch so. Aber das nützt doch nichts. Da zum Gockeln, ne? Ja. Ach, der hat das verschoben, oder? Mach noch mal. Ah. Ah, das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht gut, ne? Na, jetzt stehst du da. Aber wenn du den in die Mitte schiebst, liebe Lara, dann
bringt das ja überhaupt nichts. Wie kommen wir dahin? Mach noch mal. Oder ist da unten noch eine Platte höher, was man so auf den ersten Blick gar nicht gemerkt hat? Nee, nur die hier, ne? Na, dann wird sie hier auch nicht. Nein. Das ist doch gemein. Man müsste das Ding da verschieben. Aber wie? Oder hat sich hier irgendwie ein Hebel dran versteckt? Nö. Ja, wenn wir jetzt da links gehen, dann stehen wir wieder da. Ah, da oben kommt. Muss man auch erstmal wissen, ne? So. Das heißt, wir hätten hier am Anfang des Parts einfach stehen bleiben können und hier hochspringen können. Naja, sorry, ich wusste das doch nicht. Irgendwie hat es bisher kaum Delüng gemacht, ne? Also kein Secret oder so. Irgendwie wieder brüchige Bodenplatten oder sowas. Würde zu euch passen. Das war sehr knapp, aber nicht so schlimm. Was? Irgendwas ist da gerade passiert. Das ist ja noch verwirrender als das Tal. Da ist ein Hebel. Ach so, das ist der Hebel. Ah, okay. Das heißt, dieses komische Teil da ist nur zum Ablenken da. Bitte nicht versterben. Oder so. Hä? Jetzt haben wir das. Ah! Das heißt, wir können das jetzt wieder zurück. Nee, 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 nee. Wir müssen da hinten drauf. Wir haben uns jetzt praktisch nur eine Abkürzung geschaffen. Okay. Sehr schön. Ja, wir können dann nämlich jetzt auf diesen Block springen und dann hinten hoffentlich rüber. Ist dem so? Das schafft sie bestimmt nicht, da hinten hinzukommen. Naja. Doch, das schafft sie. Weil die Brücke, das war genauso so weit. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann tu das. Nö, aua. Okay, das reicht also nicht. Ja, das ist dann aber gemein. Wir stehen jetzt hier. Ja. Wir sind jetzt von da gekommen, ne? Das heißt, wir könnten nach da. Dann ist das aber. Also ich glaube, das ist jetzt wieder schwieriger, als wenn wir den Block einfach nochmal zurückschieben würden. Aber vielleicht klappt es ja auch so. Nein, tut es natürlich nicht. Dann schieben wir den Block wieder zurück. Zum Glück ist ja alles so nah bei und man muss nicht so weit laufen. Das wäre ja richtig gemein. Ja, genau. Danke. Das macht das einfacher. Dann steht der Block nämlich jetzt direkt hier unten und wir können nach rechts. Sehr gut. Besser speichern. Dann kriegen wir jetzt bestimmt hier einen Hebel, der den anderen Block verschiebt. Ja.
Das war klar. Dann ist das auch ein bisschen leichter, ne? Vielleicht so von hier. Gut. Jetzt müssen wir den noch mal verschieben. Oh, aber nee, nicht von da. Das ist ja langweilig. Gehen wir wieder hier runter. Das geht schneller, als wieder oben so blöde rumzuklettern. So, mach das bitte. Ja, und jetzt müssen wir schon wieder da hoch, damit wir auf den Block springen können, oder? Ist das gerade falsch gedacht? Es kann ja auch sein, dass wir jetzt von der anderen Seite. Nee, das ist auch noch richtig. Nicht so weit. Ja, zum Glück, also Laras Leben ist zu Ende und der Part ist zu Ende. Das passt doch super, oder nicht?